So, welcome zum fünften Teil von Tom Long. Und vielleicht wird es ja doch noch Long, das Spiel, wer weiß. Und wahr? Vielleicht wird es auch noch The Conquest of the Longbow, wir wissen es nicht. Ah. Oh ja, wer weiß, mit keine Ahnung, wie viele Folgen danach kommen. Nee, also nichts, kein Plan. Geschätzte 100 wahrscheinlich noch. Irgendwie sowas, ja. So, ja. Okay. Wir waren bei Merlin stehen geblieben. Und wir sind bei Merlin und ich würde sagen, wir schwatzen mal mit dem. Wir schwatzen mal mit der alten Socke. So. Ja. Ja, also. Nun, Fremder, warum störst du mich bei meinen magischen Experimenten? Soll ich das hier nehmen? Ja, stell dich vor. Ah, darf ich mich vorstellen, weiser Magier? Mein Name ist Tom. Tom Long. Welch ein gut erzogener Junge du doch bist, Tom. Ich bin Merlin, der Magier. Das hier vielleicht? Der Merlin, ah, ne? Der Merlin, oh ja. Oh, der Merlin, der mit König Artus und so ein Mist? Ich hab's ja bei einem Rechtschreibfehler entdeckt. Oh. Eure Bildung ist erstaunlich, wer der Tom, allerdings sollte das auch sowieso jedes Kind wissen. Ja, dieser Merlin bin ich. Was? Magie. Interessant. Und an welcher mächtigen Magie versucht ihr euch zurzeit? Nun, ich habe vor kurzem ein interessantes Experiment durchgeführt. Ja, klar. Voll vielversprechend klingt das, Mensch. Und voll. Eigentlich wollte ich eine magische Rüstung beschwören. Und was geschah denn? Ja, das sag ich dir. Die magische Energie reichte nur für einen einzigen Handschuh aus. Und was ist mit diesem Handschuh? Oh, Mensch, will das hier haben. Ja, okay. Nein, ich bin nicht, wir landen garantiert in der Schleife. Ja, was ist denn mit diesem Handschuh? Ich habe keine Ahnung. Für mich ist er völlig wertlos. Ihr könnt ihn ruhig mitnehmen. Nun, wie nennt ihr denn eure mysteriöse Erfindung? Ja, fragen wir doch mal. Aus irgendeinem Grund glaube ich, dass ich Datenhandschuhe dann finden sollte. Ach Gott. Ah! Und es gibt nicht den kleinsten Hinweis? Nimm lieber die zweite. Und es gibt nicht den kleinsten Hinweis? Wozu soll ich denn das und wieso soll ich damit? Tja, gewisse Gegenstände folgen anscheinend seinen Bewegungen, wenn man mit ihm deutet. Unerklärlich. Ah, das könnte mir vielleicht weiterhelfen. Vielen Dank auch, alter Sack. Ja, und jetzt haben wir einen Handschuh oder haben wir keinen? Ja, Datenhandschuh. Ein Datenhandschuh? Ah, den können wir bestimmt... Ah, ich könnte mir denken, wofür wir den gebrauchen können. Gut, Möchtest du vielleicht ein Schwert damit rausziehen? Ah, ich probier's schon. Ah, mit dem Handschuh, meinst du? Ja. Ach so, ich hätte ihn zu was anderes genommen, egal. Nee. Nee, auch nicht, geht auch nicht. Na, hätte ja sein können, okay. Gut, dann raus. Ja, Robin, ja. Ja. Ob der Bruder einen Tacken kleines Bierchen hat. Guck mal, hier hängt ja noch ein Briefkasten. Ah, da oben rechts hängt noch ein Briefkasten. Was? Schade. Briefkasten? Ist er weg. Wo? Noch ein Stück. Ich sehe ihn gerade nicht. Wenn du noch ein Stückchen weiter gehst. Ach, da! Ja! Nee, ist nichts, schade. Aber kannst du, schade. Schade. Nein, wir sind es zwei. Okay. Ist ein bisschen steril, das Spiel, fällt mir sagen. So. Oh, ich würde gerne so ein Fass haben mit so ein bisschen Bier, ist egal. Das aber jetzt nicht. So, Robin, komm, ja, du alte Tratschtante. Oh, hallo, bist du ein Schurke des Sheriffs oder ein freier Mann? Sprich! Ich bin ein freier Mann. Und kein Geächteter, genau. Ich glaube dir, weil ich so leichtgläubig bin. Ja. Aus welchem Grund suchst du denn mein Lager auf, junger Mann? Ich wüsste gern, ob du diesen Tomatenmotz mit einem unmächtigen Mädchen hier vorbei... Was? Achso, ob der Tomatenmotz mit einem unmächtigen Mädchen hier vorbeigekommen ist. Mein Gott. Das ist doch eine Frage. Ein Tomatenmonster schleppt ein totenbleiches Fräulein zum Schloss von Nottingham. Don Tomato, ich muss ihm sofort nach und Helen befreien. Ja, unbedingt. Halte ein, gegen den Sheriff und seine Mannen kommst du niemals alleine an. Was ist mit ihnen? Ja. Helfen Sie mir doch einfach gegen diesen Sheriff. Gut, ich heiße Alexander, nein. Ich kann auch nichts alleine.
Um hier bestehen zu können, muss man so sein wie ich. Ein labernder Ökofund. Nein. Ein bogenschießender Kämpfer für die Gerechtigkeit? Na gut, es war der langweiligste, aber ja, aufs Bogenschießen kommt es an. Wer das nicht beherrscht, hat hier nichts zu lachen. Also, ne, du, ey, ich soll dir mal was sagen, Junge. Du, ich bin ein perfekter Bogenschütze, ne? So, so, das stellen wir am besten anhand einer Probe fest. Was für eine Probe denn bitte? Wenn du die Probe bestehst, helfe ich dir bei allem, was du willst. Also alles, das will ich gar nicht von dir, aber so ein paar Dinge schon. Da habe ich ja schon was geklaut, also, ne? Ja, das kannst du gerne mit deinem Bruder hier machen, aber egal. Ein großzügiges Angebot. Was ist denn das für eine Probe? Wir veranstalten einen Wettkampf im Bogenschießen. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich nehme mal das. Ja. Soweit zum großzügigen Angebot. Ich hätte es wissen müssen, ne? Und wenn du mich besiegst? Ja, gib mir mal einen Raketen. Holt mich hier raus. Ich bin ein Star. Nee, wie war das nochmal? Ja. Das Dschungelcamp. An dieser Stelle grüße ich Slomi und Steffi. Begeisterte Gucker oder was? Ja. Oh Gott. Ja, die haben sich schon selber geoutet, deshalb darf ich das jetzt auch sagen. Ach so, ja. Gut. Ja. Ich nehme mal das hier. Holt mich hier raus, das Spiel wird unfair. Dann helfe ich dir, wie schon gesagt. Ja, na gut. Ja, ne, versuchen muss ich es wohl. Oh Gott, welch ein Reinfall. Oh Mann. Er muss schon Pfeil einspannen, Junge. Ach so. Oh. Boah, voll ins Schwarze. Ah, der Dartland, du wusstest doch. Ah ja. Boah. Wow. Klasse. Ja, guck, wie er guckt, ey. Ja. Oho, Tom, das war ein Meisterstück. Du hast mich besiegt, also nenne mir deinen Wunsch. Lotto gewinnt Helen. Ja. Mach einen Prinzen aus mir. Ja, nein, wir wollen Helen befreien. Welchen Prinzen wohl? Ich heiße Alexander. Verdammt, Robin. Sei ernst, du sollst mir helfen, Helen aus dem Schloss des Sheriffs zu befreien. Wenn sie denn dort ist, natürlich. Aber auch nur, falls sie dort ist, ja. Genau. Nun, das Tomatenungeheuer verschleppte sie zielstrebig in Richtung Schloss. Also was schließt du denn daraus? Na, dass sie im Schloss ist. Vielleicht hat die Tomate einen Pakt mit dem Sheriff geschlossen. Ja, und wie gehen wir denn vor, Robin? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe aber eine geniale Idee, denn ich bin Robin Hood und nicht Alexander. So. Wir verkleiden uns als Weinhändler und schleichen uns so ins Schloss ein. Ah, so eine typische Robin Hood-Idee, ne? Also, aber ich kann es nur unterschreiben, ja. Und wie fangen wir an? Also Robin Hood-Idee TM müsste da eigentlich stehen. Ja, wie fangen wir an? Wir fahren mit dem Wagen zum Schloss. Die Wachen sind ziemliche Trunkenbolde. Also wir ködern sie mit Wein? Ja, genau. Ich bleibe auf jeden Fall in dem Wagen für den Fall, dass wir schnell fliehen müssen. Und ich versuche Helen ausfindig zu machen. Nicht gerade originell, aber so wird es gemacht. Ja, genau. Du sagst es. Oh, jetzt sind wir schon im Schloss. Oh Gott. Also, was wollt ihr hier? Es tut mir leid, dass du alle anderen sprechen musst, oder wenn wir mal abwechseln, ich weiß es nicht. Wir können uns ja auch mal abwechseln, den mache ich jetzt noch hier. Gut, dann sprichst du das nächste Mal Tom. Ja. Gut. Wir sind Weinhändler, wir haben doch gesagt Weinhändler. Ja genau, stimmt. Wir haben Weinhändler, siehst du das nicht, Junge? Wir haben eine Lieferung für das Schloss, besten Wein. Ich weiß noch keine Lieferung, zeig mal den Lieferschein. Vorhin hatte ich ihn noch. Nee, das habe ich doch. Scheiße. Ja, sicher, aber hast du ihn jetzt auch noch? Klar doch. Ja, sicher. Bluffen klappt. Zeige mir einfach. Okay, also ich habe ihn nicht mehr. Mist. Bluffen klappt wohl nicht so gut. Ich habe ihn nicht mehr Wache. Ich glaube, wir müssen da wieder eine Reihenfolge. Ohne Lieferschein kommt keiner rein. Eine neue Strategie muss her. Also das mit dem Weinhändler war schon mal gut. So. Er zeigt den Lieferschein. Vielleicht vorhin hatte ich ihn. Das hatten wir schon. Das haben wir genommen, ne? Nee. Ach nee. Nimm mal das erste. Vorhin hatte ich ihn noch. Sicher. Aber hast du ihn jetzt auch noch? Ja. Da waren wir schon, ne?
nochmal. Nochmal? Wozu? Du kannst doch sicher nicht mal lesen. Ja. Ich kann nicht lesen? Stimmt nicht. Ja, genau. Du hast recht, ich kann nicht lesen, aber ich erkenne einen Lieferschein, wenn ich ihn sehe. Echt? Echt? Ja, echt? Allerdings, zeigt mir mal euren Schein, dann wirst du schon sehen. Hä? Ich glaube hornlos, ne? Ach nee, ich hab den schon gezeigt. Na, ist wirklich? Ja, freilich, kannst du dich nicht mehr erinnern? Ja, genau. Also beim besten Willen nicht mehr. Aber der Wille ist da, der Geist, also der Geist. Oder das oder lieber, das oder ja, lieber das, ja. Aber es stimmt, du hast uns doch den Weg schon freigegeben, Junge. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Denk doch einfach nur ja, an den Wein. Genau, denk ja. an den Wein. Das wird deine Entscheidung leichter. Ja, und trink ein bisschen. Wein, ach ja, ihr seid ja Weinlieferanten. Für wen im Schloss ist die Lieferung eigentlich? Nur für die Wachmannschaft. Für die Wachmannschaft, ja klar. Also alleine für die Wachmannschaft natürlich. War von Anfang an geplant so. Für die Wachmannschaft, also für mich? Allerdings, guter Mann, aber bitte brüll nicht so, ich bin nicht taub. Okay, ja, wenn du das gleich gesagt hättest, hätten wir uns das Gerede sparen können. Ja, jetzt hätte sich der Text aber, geärgert, Junge. Wieder sich nicht. Oh. Also abladen, aber vorsichtig und Obacht am Brunnen. Aber gerne. So. Juhu. Ja. Und er rollt das Fass. Oh. Und er rollt das Fass hinein und schmeißt es in den Brunnen rein. Oh. Und er hinterher gleich. Ja, Selbstmord. Na toll. Wollen wir gucken, wie es weitergeht in der nächsten Folge? Ja, würde ich auch gerade, sollte ich auch gerade sagen. Gut, dann machen wir den Break bei, ich wollte gerade sagen, Robins Schloss, des Sheriffs Schloss, bei Rottingham und... Rottingham. Und würde sagen, ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein, verdammt. Ich sag einfach nur, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, bitte. Heidi ho!